Ein Konkurrent baut seine Städte aus. What? Ach, der Gelbe existiert ja noch. Auf seiner einen Insel. Neue Soldaten sind verfügbar. Neue Einheiten sind bereit. Einen Auftrag geben. Nein. Ach, egal, so und noch einen Auftrag geben. Zu Diensten, mein Fürst. Zu Befehl. Zu Diensten, mein Fürst. So. Zu Diensten, mein Fürst. Setz die Vorsegel. Vier. Neue und drei. Soldaten sind verfügbar. Perfekt. Geht glatt auf. Soldaten sind ausgebildet. Nein, nein, nicht nur rekrutieren. Hier. Auschecken. Danach können wir eine der beiden Festungen einstampfen. Die Festung kostet natürlich ihren eigenen Unterhalt. Wie viel kostet. Oh. Die Risskosten. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Sind inzwischen ein bisschen hoch. Das Spiel hat sich da normalisiert von der Geschwindigkeit her. Wie hoch sind die Kosten einer solchen Festung? 90! Okay, die beiden werden weichen, sobald Soldaten wir. Soldaten sind ausgebildet. Das Ziel Soldaten erreicht haben. Soldaten sind ausgebildet. Gut, die beiden fehlen noch. Und dann können wir nach hier unten gehen und Ärger machen. Überprüft eure Handelsrouten. Welche? Ah, die Verena transportiert nicht mehr wirklich viel Baumaterial. Das ist in Ordnung, das ist gut. Das bedeutet, hier ist Baumaterial nicht am Ausgehen. Soldaten sind ausgebildet. So. Neue Soldaten sind verfügbar. Und perfekt. Zu Befehl. Geht an Bord. An Bord der Milan. In die Wanten. Ei, ei, Captain. Flotte 2, Flotte 1, Flotte 3. Kastet euch erst einmal und bewegt euch dann in aller Ruhe zuerst einmal zur Hauptinsel der Gelben. Bevor wir irgendwie. Wir hätten wahrscheinlich noch einen vorgeschobenen Werft hier unten haben wollen. Wir hätten Stoffe mitbringen sollen. Nein! Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Setzt die Vorsegel! Geht da oben aushelfen. Ich habe aus Versehen Angriffsbefehl gegeben. Ich wollte noch gar nicht. Einfach ohne. Volle Breitseite in die Wanten! Versenkt die Landratte! Verhindert das. Versenkt die Landratten! Komm, zwei versenkt das. Okay, bleibt zusammen, Schiffe. Fertig zum Enten. Gut, wir sind außer in den Krieg reingerutscht. Ich wollte vorher speichern. Es hat eins unserer Schiffe gesunken. Eins, zwei, nein, alle Schiffe sind noch da. Ich wollte noch Stoffe holen und hier oben vielleicht noch eine vorgeschobene Basis aufsetzen, damit wir unsere Schiffe regenerieren können. In die Wanten, Ankerlichten. Ah, verdammt. Ankerlichten, setzt neuen Kurs. Gebt Breitseite. Ei, ei, Captain, setzt neuen Kurs. Ankerlichten. Okay, wir müssen jetzt einfach ein Schiff nach dem nächsten vernichten. So, Schiff. Setz ein Kontor nach hier hin. So und so. Nutzen wir das und setzen eine Werft nach hier hin. Setzen Schafe nach hier hin, damit wir direkt Stoffe herstellen können.
Überprüft eure Handelsrouten. Da müssen wir schauen. Webstube. Mit Holz. Ankerlichten! Versenkt die Landratten! Ankerlichten! In die Wanten! Ankerlichten! Fertig zum Entern! Bei Ankerlichten! Ankerlichten! Denn wir haben hier zum Beispiel die Meteor, die ist vollkommen angekratzt. Fertig zum Entern! Versenkt die Landratten! So, Stoffe. Ein Schiff wird zum Verkauf angeboten. Kauf ich! Setzt neuen Kurs! Vollidiot! Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Setzt neuen Kurs! Alter, können die Schiffe mit den. Fertig zum Enter. Können die meine Befehle befolgen? Wir müssen jetzt zuerst alles die Seehoheit bekommen. Das hatte ich zugegebenermaßen zum Teil ausgeblendet. Eines eurer. Was? Nein! Aye, aye, Captain! Das hab ich gerade gekauft! Aye, aye, Captain! Gebt Breitseite! In die Wanten! In die Wanten! So, wir müssen zuerst seine ganzen Schiffe loswerden. Und dann werden wir auch keine weiteren Schmerzen mehr kriegen. Nun, wie viele Schiffe hat er noch? Ich sehe nicht so viele Schiffe bei ihm. Er hat noch dieses eine und das muss weg. Fertig zum Entern! Raus da! Aber jetzt müsst ihr zu werfen, müsst ihr reparieren. Fertig zum Entern! Wo brennt ihr schon wieder? Ich hasse Vulkane. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ich hätte ganz vergessen, dass wir dagegen nichts machen können, wenn das passiert. Konkurrent erweitert seine Flotte, das dürfen wir nicht zulassen. Setzt die Vorsäge. Zieht los und beginnt die Blockade. Ankerlichten in die Wanten. Setzt die Vorsäge. Angriffsbefehl? Ey, da ist noch ein Schiff. Sobald das da rauskommt, wird es weggeschossen. Feuer. Ankerlichten in die Wanten. Und jetzt geht hinten die Blockade aufbauen. Ankerlichten. So, normale Geschwindigkeit hier. Steinbrücken. Überprüft eure Handelsrouten. So. Die Meteor ist in keinem guten Zustand. Ein Schiff wurde repariert. Die Sita ist repariert, sehr gut. Also die Reparatur von Schiffen kann jetzt funktionieren, aber erst müssen wir die Truppen ausladen. Okay. Nein. Gruppe 2. Transportschiffe. Kastet euch. Wieso bist du da hinten? Warum gehorcht ihr den Befehlen teilweise einfach nicht, Leute? Flotte 1. Wo ist das letzte von euch? Ach so, da, natürlich. Wo auch sonst? Ankerlichten. Geht hier hin und versenkt alles, was da rauskommt. Flotte 2 unterdessen geht hier unten lang und macht sich bereit, hier zu landen. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Tut er nicht. Ankerlichten! Ankerlichten!
Setz die Vorsegel! Sehr gut. Das Konto machen wir direkt größer. Dann kommt hier direkt zuallererst ein verdammter Arzt hin. Wenn wir es heute denn hätten, was wir nicht haben. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen. Der Regen bleibt aus. Mit einem Hammelschiff kam die Pest. Was in euer geht Land. Hier eigentlich die ganze Zeit ab? Außerdem, wir haben hier Ärzte. Kümmert euch darum. Überprüft eure Handelsrouten. Setzt neuen Kurs. So. Deponiert die Armee hier schon mal. Anker lichten! Kannst du von irgendwo Holz holen? Von da oben her kriegen wir vielleicht 3 Tonnen oder so. Produziert allerdings noch gar nichts. Wir hätten mehr Baumaterial mitbringen sollen. In jedem Fall hierhin. Und wir gehen gerade auch aktuell pleite. Das bedeutet, wir sollten ein bisschen daran arbeiten, dass wir hier durchkommen. Möglichst schnell, bevor wir uns an unserer eigenen Armee bankrottieren. In die Wanten! Anker lichten! Aber ein guter Teil unseres Schiffes ist in keinem guten Zustand. Das ist natürlich ein Problem. Setz die Vorsegel! Okay. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Setz die Vorsegel! Tut er? Tut er nicht. Anker lichten! Anker lichten! In die Wanten! Okay. Räumt zuallererst die Bäume aus dem Weg. Zu Diensten, mein Fürst. Für unseren Herrscher! Ist er nicht fähig, Bäume zu löschen? Zu Diensten, mein Fürst. Zu Diensten, mein Fürst. Jawohl, mein Fürst! Leute! Wie dem auch sei. Holz. Ankerlichten! Ei, ei, Captain! Nehmen wir ein bisschen Baumaterial mit. Nehmen auch ein paar Stoffe mit. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. So, damit können wir die Schiffe hinten reparieren. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, hat er. Zur Kenntnis genommen. Was wir auch machen wollen. Wollen wir gerade so schnell pleite gehen. Die beiden Festungen können weg. Kanonenproduktion wird stillgelegt. Und dann geht unser Geld schon wieder nach oben. Für unseren Herrscher! Zu Befehl! Jawohl, mein Fürst! Jawohl, mein Fürst! Die Zeit ist echt langsam. Ei, ei, Captain! Stoffe sind doch drin, okay. Okay, hier wird nicht mehr wirklich was gebraucht. Vielleicht noch ein bisschen Werkzeug. Nein! So. Der Rest geht nach hier unten hin. Da können wir auch hier direkt eine weitere Werft bauen, um so Schiffe von hier aus zu reparieren. Präventiv erstmal. Zu Befehl. Wieso sollten wir überhaupt hier die ganzen Bäume hier einschießen, wenn wir die einfach abreißen können? Bin wieder auf den höchsten Höhen angekommen. Zu Befehl. Jawohl, mein Fürst. So. Ei, ei, Captain! In die Wanten! Liefer das Baumaterial ab, das wir hier brauchen, damit wir in der Lage sind, ein Lazarett aufzustellen für unsere Truppen. Und eine Werft. Eine Werft wollen wir auch haben.
nach dahin. Für unseren Herrscher! Volle Breitseite! Zerlegen sich die Mauern ein bisschen. Und schaut, dass ihr was angerichtet kriegt. Die Meteor muss repariert werden, bevor irgendwas anderes passieren kann. Aye, aye, Captain! Wollen wir, dass der Gegner schon kommen kann? Kann der Gegner überhaupt schon kommen? Es sieht aus, als wenn er sich hier dicht gemacht hätte. Er hat eine Brücke hier oben stehen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Keine Gnade! Angriff! Zum Angriff! Ist unterwegs? Noch nicht. Für Land und König! Keine Gnade! Keine Gnade! Zum Angriff! Mir nach! Mir nach! Reißen wir ein Loch rein. Angriff! Ein Schiff wurde repariert. Keine Gnade! Angriff! Keine Gnade! Land und König! Attacke! Okay. Keine Gnade! Für Land und König! Mir nach! Mir nach! Sie kommen! Für unseren Herrscher! Zu Diensten, mein Fürst! Stopp! Kasten! Zu Diensten, mein Fürst! Zu Diensten, mein Fürst! Feuer auf die Kanone zuerst! Für unseren Herrscher! So, mit Steuerung jawohl, dahin! Zum Heilen! So wurde mir gesagt. Für unseren Herrscher. Huch. Soldaten wurden geheilt. Ah. Fresh. So, jetzt lasst sie einfach kommen. Wir können durch einen einzigen Gang durch und dabei werden sie dann zerlegt. Schiff ist repariert. Ankerlichten. Sehr gut. Ei, ei, Ankerlichten. So. Hier mit zwei Festungen stehen. Schiffsreparatur beendet. Das ist also im Endeffekt, wo unsere Stoßrichtung zuerst hingeht, sobald wir überprüft eure Handelsrouten. Damit fertig sind. Gebt Breitseite. Kommt die Hochschloss im Weg. Dass sie hier den Weg gehen können und von den Schiffen zerschossen werden. Volle Breitseite. Gebt Breitseite. Volle Breitseite! So. Sehr gut. Ei, ei, Captain! Und da unten, es werden noch weitere Truppen rekrutiert die ganze Zeit über. Keine Gnade! Mir nach! Mir nach! Jawohl, mein Fürst! Gruppe 4. König, jawohl, mein Fürst, zu Befehl. Reguläre Geschwindigkeit, Marktplatz zum zuerst. Angriff. Keine Gnade. Für das Problem ist, wir können nicht über diesen Marktplatz an den Turm rankommen. Aber diese Schiffe, die können das vielleicht. Setz die Vorsegel. Feuert hier in die Bresche rein. Volle Breitseite! Gebt Breitseite! Volle Breitseite! Volle Breitseite! Wenn wir genug Löcher reinschießen, können wir vielleicht auf den Turm. Volle Breitseite! Neuen Kurs! Können wir. Volle Breitseite! Gebt Breitseite! Ah, verdammt. Zu Diensten, mein Fürst! Keine Gnade! Toll. Sehr toll. Der Turm kann sein Ziel wechseln. Unsere Schiffe haben nicht die Reichweite, um drauf zu schießen. Damit hat sich das erledigt. Zu Befehl. Okay, hier kommen wir nicht drüber. Gruppe 4. Zu Befehl. Überprüft eure Handelsrouten. Wir kommen nicht über diese Brücke, weil der Kanone da drüber schießen kann. Wir wiederum können es nicht. Wir können auch keinen Turm hier nach vorne setzen. Dieses Teil wird nicht zerbrechen, solange die Kontrolle darüber erhalten bleibt. Oh doch! Es ist... Okay, Sekunde.
gesichert. Würden Sie bitte meine Befehle befolgen und angreifen? Leute sterben trotzdem einfach dagegen an. Zum Angriff! Zum Angriff! Gruppe 4. Für unseren Herrscher und König! Zum Angriff! Haben wir jetzt sozusagen die Kontrolle über diesen Bereich übernommen? Nicht ausreichend. Zum Angriff! Aber wir können die feindliche Waffenproduktion komplett loswerden. Für unseren Herrscher! So, du! Jawohl, geh hier mein rüber. Fürst. So, ich machen wir erstmal Gruppe 5. Entschuldigt mich? Für Land und König. Soldaten wurden. Excusez-moi! Gruppe 5. Tasteninformation. Hier hin. Zu Befehl! Keine Gnade! Zum Angriff! Mir nach! Angriff! So, Gruppe 4 räumt hier vorne ein bisschen auf. Zu Diensten, rennt nicht in seinen Tod rein, im besten Fall. Angriff! So. Ich glaub's ja nicht. Ich hasse es, dass das passt, dass das möglich ist. Überprüft eure Handelsrouten. Ich hasse es so sehr, dass es möglich ist, die Türme einfach direkt in den Kampf reinzusetzen. Jawohl, mein Fürst. Angriff! Für Land und König. Natürlich sterben unsere Leute, wenn sie fliegen. Aufgrund ihrer eigenen ewigen Unfähigkeiten. Jawohl, mein Fürst! Attacke! Zum Angriff! Keine Gnade! Zu Diensten, mein Fürst! Wir sind in der Kontrolle fortgeschritten. Nicht allzu weit. Keine Gnade! Zu Diensten, mein Fürst. Für unseren Herrscher. Also sich auf einmal auswählen können, ist Gruppe 4. Verwundete Einheiten jawohl, zurückfallen lassen. Fürst. Nach da. Zu Befehl. Soldaten wurden geheilt. Zu Diensten, mein Fürst. Ja, stimme ich. Komm, da hinsetzen die Taverne einfach nach da hin. Zu Befehl! Zu Befehl! Angriff! Zu Befehl! Vorsichtig. Ich möchte nicht, dass ihr losgeht, euch um mich selbst umzubringen. Ich sagte, ich möchte nicht, dass ihr das tut. Ich hasse die Truppen. Ich hasse die Truppen aus 1602 so sehr. Es ist nicht zu beschreiben. Verarscht mich? Hier ist ganz klar jemand verwundet. Für unseren Herrscher! Zu Diensten, mein Fürst! Für unseren oh Herrscher! Oh Gott! Die sind halt so unfassbar Soldaten blöd! Für wurden geheilt! Zu Diensten, überprüft mein Fürst. Ihre Wegfindung ist jämmerlich! Und das lassen die uns spüren. Hier ist natürlich ein Scheißpunkt Soldaten zum Anlegen gewesen, geheilt. Aber wir müssen halt irgendwie hier durch. Neuer Plan. Schießt den Weg frei. Können wir den Weg nicht einfach frei machen? Einen guten Teil können wir. Hier so. So. Wir gehen nicht da oben lang, da ist zu eng. Zu Befehl! Für Land und zum König. Angriff! Hier nach. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff übrigens gebaut. Keine Gnade! Keine Gnade! So, schießt euch in die Stadt durch. Zu Befehl. Für Land und König. Mir nach. Zum Angriff. Denn hier drin, da ist ein Arschloch-Turm. Mir nach. Verarscht mich eigentlich wirklich auf diese Art und Weise? Feuer. Für Land und König. Zum Angriff. Keine Gnade. Angriff.
Die Bürger eures Zurück. Reich. Zu Befehl. Für Was? Unseren Herrscher. Haben die uns gerade einen Kanonenturm dahin gesetzt, einfach um es zu foppen? Keine Gnade. Wovon? Oh, okay, das war mein Fehler. Ankerlichten. Attacke. Gebt Breitseite. Volle Breitseite. So. Überprüft eure Handelsrouten. Vom Angriff. Räumt alles aus dem Weg. Für unseren Fürsten und König. Keine Gnade. Attacke. So. Keine Gnade. Zum Angriff. Zum Angriff. Für Land und König. Attacke. Zum Angriff. Jetzt sollten wir, glaube ich, ein bisschen Kontrolle ausüben können. Wir haben kein Holz hier. Oh doch, wir haben noch Holz. Okay. Und wir setzen uns direkt ein weiteres nach ein Stein. Danke, Spiel. Wie dem auch sei, weiter. Verwundete? Verwundete. Ach, die erreichen dich als stark verwundet. Zum Angriff! Wir nach Angriff! Keine Für Gnade. Euch ist das also ein Wehwehchen. So eine kleine Sache, die mit Hello Kitty-Pflaster lösen lässt. Nun gut. Volle Breitseite! Volle Breitseite! Volle Breitseite! Gebt Breitseite! Macht schneller! Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Das ist in Reichweite. Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! War das schon so ein scheiß Kanonenturm? Jawohl, mein Fürst und König! Volle Breitseite! Ich wollte mir sagen, das ist nicht in Reichweite eurer Kanonen. Für unseren Herrscher! Überprüft eure Handelsrouten. Nein, habe ich gesagt. Angriff zum Angriff! Kann auch sein, dass einfach ein feindlicher. Es war ein feindlicher Soldat, einfach angekommen ist und sofort weggeblastet wurde. Mir nach! Mir nach! Attacke! Setz die Vorsäge! In die Wand! Ankerlichten! Ankerlichten! Gebt Breitseite! Volle Breitseite! Ein Turm nach dem anderen wegschießen, bitte, damit wir uns bewegen können. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Volle Breitseite! Keine Gnade! Dein neues Schiff interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Land und König. Zum Angriff. Befehl. Das Spiel reagiert einfach sofort über bei jeder Bewegung, die ich mache. Nein. Ihr. Zu Befehl. Jawohl, mein Fürst. Linie. Jawohl, mein Fürst. Du. Geh da rein. Soldaten wurden geheilt. Mein Fürst. Du gehst auch da rein. Unseren Herrscher. Jawohl, mein Fürst. Kasten. Zu Diensten, mein Fürst. Angriff. Es stirbt trotzdem immer jemand, weil immer einer einzeln reingehen muss. Aber den Truppen bewegen ist halt einfach miserabel. Für Land und so König. Und da drauf. Zu Befehl! Zu Diensten, mein Fürst! Für unseren Nein. Herrscher! Warum? Mein Fürst. Zu Befehl! Warum? Für unseren zu Warum? Eure Warum kann ich die nicht gemeinsam auswählen? Okay, so. Gruppe 4. Jawohl, mein Fürst! Wir blockieren einfach die Brücke, damit niemand uns dazwischen funken kann. Würde bitte alles in Trümmern legen. Attacke! Angriff! Attacke!
Du hast kein Anrecht auf Ressourcen zu besetzen. Alle Breitseite! Jawohl, mein Fürst! Zum Angriff! Keine Gnade! So, die müssen sich halt immer in Formationen bewegen, ansonsten kommt immer jemand zu spät an und alle Leute sterben. Eine Linienformation ist immer ein ganz guter Weg, um eigentlich genug Kanonen auf einmal voranzubringen. Aber das müssen die Felder hier vorerst weg. Alter, mein Fürst! Würdet ihr meinen verdammten Befehlen gehorchen? Keine Gnade für Land und König hier nach! Für Land und König! Wir müssen jetzt wirklich Feld für Feld hier durchkämpfen. Hier nach. Keine Gnade. So, also die Kamera immer noch mit verschoben wird. Ich wünsche, ich könnte die Tastenbelegung ändern. Hier nach. Keine damit Gnade. Ich Mittelklick für die Kamera bewegen benutzen kann. Keine Gnade für Land und König. Hier nach. Ja, ich könnte einstellen, dass die Truppen klassisch mit Linksklick angreifen sollten. Aber wisst ihr, wie viele Missklicks mehr wir durchkriegen? Wir hatten es mal probiert, das ist fürchterlich. Da kommen wir übrigens nicht dran. Zum Angriff! Zu Diensten, mein Fürst! Zu Diensten, mein Fürst!